Ich begrüße euch bei Xenoblade Chronicles 2. Wir wollen heute mit Daggers Quest weitermachen. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, nicht mal aktivieren sollte, aber nicht stimmt. Ist ja eine neue Quest, die wir jetzt hier anfangen. Stimmt, genau. Wir wollen uns heute das letzte Buch kaufen. Hier in Uraya, die Kontinentgeschichte. Und mal gucken, was der gute Daggers dazu sagen wird. Die Dalnes Steintafel in Temperentia soll ein verlorenes Land beschreiben. Okay. Mal gucken, was kommt jetzt. das Buch da. Die Geschichte des geheimnisvollen Kontinents hört sich fast an wie ein Märchen. Vor langer, langer Zeit existierte ein sagenumwobenes Königreich auf einem geheimnisvollen Kontinent. Ein geheimnisvoller Kontinent, ein sagenumwobenes Königreich. Ich fühle mich so angesprochen. Doch jener geheimnisvolle Kontinent fiel in nur einer einzigen Nacht der vollständigen Zerstörung anheim. Was, in einer einzigen Nacht? Kann das denn möglich sein? Dieser geheimnisvolle Kontinent, in dessen Existenz niemand weiß. All seine Mysterien sind auf der Dalnes Steintafel verzeichnet, die in Temperentia aufbewahrt wird. Das war's im Großen und Ganzen auch schon. Temperentia, so, so. Moment mal, du nimmst diesen Märchenquatsch jetzt doch nicht etwa für voll, oder? Du Narr, ein jeder weiß, dass Märchen legitime Zeitzeugnisse sind. Ja, okay. An Sagen und Märchen und sowas ist vielleicht irgendwas Wahres dran, aber komplett wahr sind die jetzt nicht unbedingt. Oder glaubt ihr, dass es wirklich mal irgendwo im Wald eine Hexe gab, die Kinder in den Ofen gesteckt hat? Egal. Dieser Text wurde nicht ohne Grund verfasst. Da ist es nur recht und billig, weitere Nachforschungen anzustellen. Auf, meine Vasallen! Lasst uns nach Temperentia aufbrechen! Ja, weitere Nachforschung anzustellen ist ja gut, aber das komplett zu glauben ist halt auch so ein bisschen dämlich. Krämerseele. Kann schon ein Funken Wahrheit dran sein, sag ich mal, aber. Warte mal, hä? Ach ja, ich hab sie gerade gar nicht drin. Dann sollte ich sie mal ganz kurz reinnehmen. Shiba. So, sehr schön. Rejoice, for we shall aid you. Ja, das ist toll. Jetzt kann man der Way wieder reinkommen. Blood boils. Sie macht mir ein bisschen Angst irgendwie. So, ja, wir wollten ja. Hast du eigentlich noch irgendwas gehabt? Nee, wir wollten jetzt nach Temperentia, ja, genau. Warte, warum hast du Westrenner? Ach, wegen Durchhaltevermögen irgendwann mal, kann das sein? Nimm mal Corwin mit. Hatte ich eigentlich bei ihm das Harmoniegespräch schon, falls er überhaupt eins hat? Ich habe keine Ahnung. Also entweder hatten wir das schon oder er hat keins, ich weiß es nicht genau. Aber scheinbar hat er keins, wenn wir es noch nicht hatten. Egal, ich glaube, habt ihr mir nicht sogar schon mal gesagt, dass er keins hat? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, muss ich dazu gestehen. Egal, gehen wir zu Temperentia und verfolgen Daggers Mission. Was heißt verfolgen? Folgen mit der Mission und gehen da, wo wir hin müssen. So, irgendwo hier hin. Ja, da runter. Ist wieder so ein Weg hier. Aber okay, gucken wir mal, was da unten abgeht. Oh, da oben. Es führt nach oben, das Symbol. Ich bin echt gespannt, ob da irgendwas dran ist an der ganzen Geschichte. Temperentia ist allgemein relativ geheimnisvoll. Deswegen. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, hier unten bin ich aber nie rumgelaufen, in dem ganzen Bereich hier. Kann das sein? Was war das denn gerade? Die haben gerade schon mal ein bisschen aufeinander gelegen, irgendwie. Was die wohl für kleine Spielchen gemacht haben. Gehen wir weiter. Please open your hearts to me. Ach ja, Florin. Deine Quest müssen wir auch mal angehen, beziehungsweise seinen Charme müssen wir angehen. Dass wir da überall mal rumsuchen, wo eigentlich die Leute sind für seinen Charme.
Ach, das ist so eine nervige Quest. Aber das machen wir vielleicht im nächsten Part mal gucken. Je nachdem, worauf ich ja Lust habe. Also heute machen wir definitiv Daggers Quest weiter. Also fertig. Aber mal gucken, was wir heute noch sonst so machen. Mal gucken. So. Cap Necrode. Oder Necrode, was auch immer. Gib mir noch einen Reisepunkt oder sowas hin. Falls ich hier nochmal irgendwann hin muss. Oder will, wie auch immer. Da hinten ist scheinbar auch diese Tafel. Ha, dankeschön. So. Also ran. Tauchpunkt, okay. Bergungspunkt, wie auch immer. Und hier ist die Tafel. Kein Zutritt für Zivilisten. In diesem Gebiet finden zurzeit militärische Ermittlungen statt. Das Monument wird noch untersucht. Wir dürfen keine Leinen in der Nähe lassen, sonst wird es noch beschädigt. Ach ja. Grundgütiger, seid ihr etwa königlicher Abstammung? Dann wisst ihr sicher, wie man mit Monumenten umgeht. Meine aufrichtige Entschuldigung. Bitte seht euch das Monument in aller Ruhe an. Wow, Daggers. Der hat es gezeigt, auf jeden Fall. So. Sehr schön, dass die Texte jetzt auch noch hier neu formuliert sind. Solche kleinen Details finde ich immer cool. Sie hätten gleich den Text nehmen können, den die auch gerade gesagt haben, aber sie haben was Neues. Sowas finde ich immer super. Das ist also die deine Steintafel. Rex, kannst du noch etwas entziffern? Gewährt mir einen kurzen Blick auf die Steintafel. Nun, dann wollen wir mal sehen. Der Name des Königreichs lautete Rigideria. Es lag auf einem mysteriösen Titanen, der sich frei bewegte und stets den Blicken der Menschen verborgen blieb. Doch hier an diesem Ort ging in nur einer einzigen Nacht Rigideria unter, zusammen mit all seinen Bewohnern. Und ja noch? Hier endet die Inschrift. Nun, wenn das ganze Reich im Wolkenmeer versunken ist, können wir wohl nicht viel tun. Ha, ihr wollt doch nicht etwa schon aufgeben? Ich werde nicht zulassen, dass unsere Reise jetzt und hier endet. Nun, da wir um diese Lage des Königreichs wissen, könnten wir versuchen, ein paar Relikte von dort zu bergen. Nein! Du machst Witze, oder? Was glaubst du, wie lange die wohl da unten bereits vor sich hingammeln? Relikte eines längst vergessenen Königreichs, das hat was. Ich glaub's nicht. Jetzt fängt auch noch Rex mit dem Quatsch an. Wohlan, meine Vasallen! Lasst uns dieser Legende buchstäblich auf den Grund gehen! Hahaha. Witzig. Daggers Märchen. Okay. Also hier bei dem Punkt, oder was? Warte mal, wo war der? Bin ich doof? War nicht ein Bergungspunkt? Komm out. In my experience. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Hier war doch vorher noch ein Bergungspunkt. Warte mal. We're here. Let's get going. Ist das jetzt ein Bug? Oder muss ich dafür Daggers Quest aktiviert haben? Warte mal. Ich habe jetzt die aktiviert. Ich bin gerade komplett verwirrt. Ich weiß halt nicht. Nö, der war weg. Ist das jetzt ein Bug oder muss das so sein? Kann ich das überall rausziehen? Ich weiß es halt nicht. Das Einzige, was ich versuchen könnte, ist eine Temperenz ja komplett zu verlassen. Wir gehen jetzt halt wegen mal zur Argentum AG. Und gehen dann wieder dorthin. Weil ich schätze mal, wenn der Bergungspunkt schon oben ist, muss ich da auch tauchen. Und Ursula ist wieder da. Dann kümmere ich mal ganz kurz um sie. Das war falsch. So, ich habe mich drum gekümmert. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal dorthin, aber der ist nicht mehr da. Habe ich mir das eingebildet, dass da ein Bergungspunkt war? Okay. Dann tauche ich halt irgendwo anders, meinetwegen.
Das einer. Ist das auch der einzige? Hab mal. Hier war noch einer, genau dort. Ich hoffe mal, ich kann jetzt einfach hier tauchen und gucken, ob ich das bekomme. Where do we go from here? Ah, das ist dort oben, verdammt. Ich war ziemlich faul, dort runter zu laufen, wo ich den anderen habe. Come out, come out. So. Ich versuche jetzt einfach mal hier zweimal zu tauchen oder so. Ich habe jetzt auch gerade mal, als ich mich um Ursache gekümmert habe, währenddessen ein bisschen gegoogelt. Und Google meinte, Intemperentia tauchen. Das heißt, ist wahrscheinlich egal, ob jetzt hier oder bei dem anderen Punkt oder so. Ich hoffe es zumindest. Ich habe keine Ahnung, was das soll. So, wir haben eine Truhe bekommen. Bitte lass das da einfach drinne sein. Direkt. Nee, scheinbar nicht. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt wirklich genau hier... Also, ob es egal ist, wo ich tauche. Und welchen Zylinder ich benutzen muss zum Beispiel. Ob das auch egal ist oder so. Ich habe halt keine Ahnung. Ich tauche einfach und gut ist. Und es ist nachts. Ich nehme so ein Goldzahnrad, sehr schön. Gib mir jetzt einfach irgendwas Cooles, ich bin happy. Nee, war auch nichts dabei. Ich versuche jetzt noch einmal, und wenn jetzt hier nichts kommt, dann gehe ich zu einem anderen Bergungspunkt. Oder ist der Bergungspunkt vielleicht noch zu einer bestimmten Zeit aktiv oder so? Ich habe doch keine Ahnung. Ich kann natürlich mal dorthin gucken und bei einer anderen Zeit schauen. Ich auch, Rex, ich auch. Oh Gott, oh nee, das ist ein Gegner. Deswegen mag ich Bergungstauchen nicht. Aber das sollten wir hinkriegen. Ach ja. Könnt ihr mir einfach runterschmeißen, das Vieh? Das wäre voll cool. Zurück dahin, wo es herkam. Das wäre einfach perfekt. Sehr schön. Nein, mein Geld, das fällt runter. Nein. So. Sehr schön. Das ist ordentlicher Schaden. Und weg. Der erinnert es now. Oh, splendid. Sehr schön. So, gib mir jetzt einfach irgendwas. Nee. Also hier bekomme ich das scheinbar nicht. Nee. Gut, dann versuche ich bei dem anderen Punkt zu tauchen. Der ist nicht mal hier oben. Aber ich glaube kaum, dass der nur an verschiedenen Zeiten da ist. Oder ich habe doch keine Ahnung. Oder kann das sein, dass das vielleicht... Ach nee, ich hab keine Ahnung. Ich sage jetzt lieber nix. Ach Gott, ey. So, wo genau ist jetzt der Punkt hier? Ist er da drüben auf der Insel gewesen? Ich kann jetzt einfach hier. Ja. Diese Karte ist sehr praktisch. So, man kann ja auch schön anzoomen. Und hat voll die Wolken im Gesicht. Sehr schön. Gute Frage. Scheinbar Minereien und irgendwelche anderen Pflanzensachen. So, drei Schwertinsel. Goldzylinder. Vielleicht geht es ja noch mit bestimmten Zylindern oder so. Ich habe keine Ahnung. Was? Y? Toll.
Ich habe auch gedrückt eigentlich, ich schwöre es. Das war üblich, wenn ich gedrückt habe. Aber war schon mal eine Millisekunde zu spät oder so. Nur eine Truhe und ein Gegner, aber voll viel Kleinzeugs hier. Aber ist nur ein kleines Krabbel, das sollte ja relativ einfach sterben. Wenn nicht, wäre das ziemlich seltsam. Komm, stirb einfach und gut ist. Dankeschön. Oh, du gibst Kernkristalle. Sogar ein seltener. Vielleicht sollte ich ein bisschen öfter hier tauchen. Wenn du seltene Kernkristalle gibst. Das ist ja voll geil. Ja, ich weiß, Siri. Doch, Siri. So. Diesmal bin ich drauf vorbereitet. Jetzt gib mir einfach auch was Cooles, was gut ist. Dieser kam kein Gegner raus, schade. Warum gibst du mir nicht das, was ich brauche? Ich glaube, ich schaue mir vielleicht ein Video zu der Quest an und gucke, wo der Typ getaucht hat oder so. So, B, A, Y, da! Und tschüss. Ich hab gedrückt. Es geht zu schnell. Oh, es kommt vielleicht für einen Gegner. Oh, nicht so einer. Ich will so ein kleines Vieh haben, so ein Krabbel. Echt mal. So, komm, geh einfach weg. Du kannst mir eh nichts ausrichten für das Vieh. Nervst einfach nur. So. Komm, tschüss. Dankeschön. We got back. Somehow. Great work. Oh. Okay, ich gucke jetzt nach, dass ich irgendwie rausfinde, an welchem Bergungspunkt ich tauchen muss. Also kurzer Schnitt. Okay, ich hab's. Das ist wirklich hier. Also, der Typ am Video hat auch hier gemacht. Ich habe auch hier gemacht und ich hab's bekommen. Sehr schön. Hey, ist das so etwa eine Steintafel aus Regideria? Ohne Zweifel, du bist wirklich ein grandioser Bergungstaucher, Rex. Komische Form für eine Steintafel, was steht denn drauf? Lass uns das Ding mal genauer unter die Lupe nehmen. Doch es begab sich, dass das fürchterliche, arrogante Getüm das Land heimsuchte und so das Königreich Regideria mitsamt den Titanen der vollständigen Vernichtung zum Opfer fiel. Dieses arrogante Getüm muss ja ein echt übles Viech sein. Stimmt etwas nicht, Dagas? Verfluchte Bestie, wie kannst du es wagen, meinem Königreich Leid zuzufügen? Vasallen, lasst uns den Monsters einst meine Heimat zerstörte Einheit gebieten. Ey, mach mal halblang. Das war vor etlichen Jahrhunderten. Wer sagt, dass das Vieh noch am Leben ist? Immerhin kennen wir nun seinen Namen. Vielleicht sollten wir uns mal in den verschiedenen Regionen umhören. Mit Söldneraufträgen. Yay. Klingt ganz nach einem, ich wusste es. Yay. Das sehe ich genauso. Das wäre der effektivste Weg, solch eine groß angelegte Untersuchung zu stemmen. Nun denn, lasst uns keine Zeit vergeuden. Okay. Okay, Dagas Märchen wurde beendet. Sehr schön. Dann müssen wir jetzt die Zeit noch rüber losschicken. Yay. Habe ich noch was frei? Achso, Urteilswörter. Sehr schön. Wieder mal. Dann machen wir es mal schnell. Ja, okay, er muss jetzt leider Ursulas Platz weichen, ist mir egal. Das hier ist mir gerade ein bisschen wichtiger, dass wir das heute machen. So, verlorenes Königreich. Dauert auch noch 20 Minuten, okay. Meinetwegen. So, muss ich da jetzt Dagas mit dabei haben? Nö, er hat keine Sachen da. Da steht auch nicht da nur für Dagas, deswegen ist mir das Wurst so okay. Also altes Wissen brauche ich. Das heißt, Perun kann gern mit. Das ist ja schön. Hast du nicht auch altes Wissen?
Ah, ich brauch's nur einmal, okay. Superkräfte. Mit dir kämpfe ich ja gerade, deswegen habe ich eigentlich keinen Bock, dich zu entbehren. Ja, komm, nehmen wir euch noch mit. Dass ihr noch ein bisschen was habt. Jetzt brauche ich noch die anderen. Reiselust und Info sammeln. So, also. Ist ja noch Probeausgabe, aber egal. So, also. Reiselust und alte. Ne, Quatsch. Info sammeln, genau. Gib mal her. Irgendwelche Klingen. Hier haben wir Info sammeln. Gut, ich wollte was sagen. Also, ja, ich bin doof. Sah sehr schön. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn die, wenn der Sündenauftrag vorbei ist. Und dann geht's mit der Mission hoffentlich weiter. Es sind jetzt nur 12 Minuten. Ja, es passt. Dann esse ich jetzt schnell was und dann kann ich weiter aufnehmen. So, Söldnerauftrag ist vorbei und wir haben jetzt ein nächstes Ziel und zwar... Oh, falsch. Und zwar müssen wir irgendwo hier in Temperentia, aber stand da gerade bei der Söldnertruppe dabei. Sprich mit Kartschallen der ardänischen Garnison in Temperentia. Richtig, das machen wir jetzt auch, würde ich sagen. Temperentia, zentrale Ebene und dahin bitte. So. Jetzt bin ich gespannt, was kommt, weil der soll ein großes Monster gesehen haben, stand da vorhin da, bei der Missionsbeschreibung. Da ist Kartschall. Hallo Kartschall. Also bei der, nicht Missionsbeschreibung, sondern bei der, beim Rückkommen von dem Söldnertrupp. Hey du, kann ich dir was fragen? Ein arrogantes Getüm? Ist das vielleicht das Riesenmonster, das ich damals gesehen habe? Das war wirklich ein Monster, Mutztrümmer. Mod, was? Keine Ahnung. Mordstrümmer wahrscheinlich. Es war so gewaltig, dass mir niemand geglaubt hat. Ich würde gerne mehr hören. Ich habe es ganz früh am Morgen gesehen, gegen 5 Uhr oder so. Es war auf einem Hügel in der Nähe der Drei-Schwert-Insel. Okay. Alles klar. Das wird spannend. Begibt sich am frühen Morgen zum Hügel in der Nähe der dänischen Garnison Temperentia. Hügel, das wollte ich nicht, warte mal. Welcher Hügel? Der da oder was? Oder meint jetzt das Ding auf der Insel? Ich weiß es halt nicht. Weil sie haben Hügel gesagt, hier ist ein Hügel in der Nähe von der Garnison. Deswegen, keine Ahnung, was genau die jetzt meinen. Wir sind ein besonderer Gegner auf jeden Fall. Und eine Truhe. So. Also früher morgen auf jeden Fall, das ist klar. System, Zeit einstellen. Gegen 5. So, ah. So is this really the place? Well, from what the soldiers said, it should be around here somewhere. You really think a great demon's gonna show up in this deserted place? Don't act like this is my fault. How am I meant to know? If there have been sightings, that means there has to be something here, right? Is that the demon? It's huge. Even for a demon. Isn't that a bit too massive? It's incredible!
Gagas! Hold on! So, you are the foul demon. You are insolent indeed to look down on my personage. But no matter. Not all could be as versed in proper conduct as I. I will grant you an audience. Hold on. What are you, stupid? You're just gonna go face that thing? Seriously, you'll be crushed to pieces. Do you hear my voice, demon? I am king of a land named Regidiria. I know you are the beast that caused my kingdom's downfall. As king, I must avenge my people whom you wronged long ago. If you are truly as terrible as the legends say, then show me the extent of your strength. Show me the power that fell the kingdom! Quit provoking the thing already, Dagas. Actually, does that creature even understand human speech? Why so shy, demon? Do you not wish to do battle? Then let's see how you like this! So, demon, at last you recognize your foe. At last you recognize your foe? You moron, Dagas! Now you've gone and really made it mad. Why would you provoke it? You ask strange questions, girl. For what purpose did we come here? If not to fell this foul beast? That's no reason to get it all worked up. Haven't you heard a careful strategy? Dear me. Can you truly be so afraid of a mere animal? And you call yourselves my retainers? We got back. That's not somehow the issue here, moron. I hope things went well. We've landed ourselves in a right pickle. What do we do now, Rex? What now? Best to retreat. Can we find our Danian Titan warship to help us take Demon down? Hopeless. Every one of you. Right here, retainers. I will slay the demon myself. You'll die, you know. I will not. Nay, I cannot. For the people of Regidiria, I must prevail! Okay, then. I'm convinced. Let's do this! You're really sure about this, Rex? Alright, then. I guess there's no point arguing with you. Let's go slay that moron's demon. Holy shit. Moment, einmal ganz kurzer Cut. So, weiter geht's. Ich hatte gerade nicht mehr genug Festplattenspeicher, deswegen musste ich mal ganz kurz die Aufnahme pausieren. So, das wird jetzt krass. Wie zum Teufel sollen wir gegen so ein Monster vorgehen? Aber scheinbar geht das ganz normal einfach. Ja, hat schon relativ viel verloren gerade. Okay. Meinetwegen. Das sollten wir mir hinkriegen, hoffe ich zumindest mal. So, gehen wir auf Fiber, dann können wir den Flächenbrand machen. Aber naja, Dagas war gerade wirklich ein bisschen ein Vollidiot irgendwo, könnte man sagen.
Einfach mal gegen so ein riesiges Vieh in den Kampf rennen. Also, klar, er ist irgendwo halt schon ganz mutig und so, weil, ja, traut sich halt nicht jeder gegen so ein Vieh vorzugehen, sag ich mal. Aber please, Dagas, please. Das ist ein riesiges Vieh und denkst so, ja, Kämpfer hat mal ein bisschen, das wird schon schief gehen. Nee, wahrscheinlich eher nicht. Ich wollte schon ein bisschen aufpassen, weißt du das eigentlich? Das kann gern mal ganz schnell schief gehen. Das ist wirklich, ja, ein bisschen gefährlich eventuell. Aber naja, das ist ihm scheinbar nicht wirklich bewusst, den guten Dagas. Zumindest kommt es mir so vor, als sei es ihm nicht wirklich bewusst. Oh Mann, ey. Aber naja, wir sollten das ordentlich hinkriegen. Relativ schnell. Ich bring's zum Schwanken und machen eine Supernova. So, let's go. Ich habe mir ja schwieriger vorgestellt, so ein riesiges Vieh down zu bekommen, aber ja, das wird einfach. Ich werde mal schauen, was jetzt von der Katze, die nach dem Kampf kommen wird. Ob Dagas zerschmettert wird oder so. Oder ob er irgendwie daraus was lernt. Ich bin mal gespannt. Er hat eine Krankheit getroppt, sehr schön. Getroppt. Demon or no, 'twas a mere beast. It could not hope to rival a king. We beat it. Yeah. We actually beat it. I gotta say, I didn't think we'd actually do it. Honestly. Have you no pride? How could we fail to overcome such a trifling foe? Frankly, you should be ashamed that you did not slay it more swiftly. Ah, right. I gotta say, though, you're pretty awesome when you go all out, Dagas. Indeed. I knew you were hiding your full strength, but this was more than I had bargained for. I'm glad we met you as an ally, not an enemy. Are you still thinking about your lost kingdom? It is as you see. For one so great as I, to slay such a foe is a simple task. And yet, though the beast lies defeated, the kingdom remains lost. There is no way for us to be certain. It was even the land I once ruled. Dagas. Hey, don't be such a downer. No point worrying about what's dead and gone. If you want a kingdom, you should make a new one. Yeah, Zeke's right. If you try your hardest, anything's possible. Interesting. There is a certain wisdom in your counsel. Now that my nemesis lies slain, it is not fitting for a king to dwell forever on the past. My path of conquest is far from over. I am the man who will someday rule this entire world. Well, he certainly seems motivated now. Dagas have energy, but still not quite in touch with reality. Hear this. You have yet to prove your might as retainers. Therefore, I will lend you my royal strength. However, 'tis only for the sake of my righteous victory. Never forget this, my subjects. It's great that he's getting into this in a while.
his attitude still bugs me. Don't be too harsh. For all his words, I do believe he cares for us. Let's be happy for him. Sounds about right. Being able to deal even with total nutters like him is the mark of a real driver. If you say so. Ja, ich glaube, was wir jetzt nach der Quest festhalten können, ist, dass Dagas einen kompletten Schaden hat. Was fehlt dir, mein Meister? Du scheinst ordentlich durcheinander zu sein. Bereite dir etwas Sorgen? Nein, vielmehr freut es mich, dass du deine Lebensfreude zurückerlangt zu haben scheinst, Dagas. Gut, wenn dir meine Einstellung zusagt, wirst du dich sicherlich in den Dienst meiner Ziele stellen. Somit schwöre ich, dich als fähigen Vasallen weiterhin mit allem, was meiner Macht steht, zu unterstützen. Du schwörst also, das freut mich, denn auf dein Wort ist stets Verlass. Hahaha, so leicht geht euer König nicht auf. Die Wiedererrichtung meines Königreiches ist mir jeden erdenklichen Aufwand wert. Ja, okay. Ich fand's witzig, wie mitten in der Cutscene irgendeine Einblendung kam, von wegen, hey, Ursa ist wieder da. Oh Mann, ey. Und wir haben nach dem Kampf seinen zweiten Harmonie-Erfolg freigeschaltet, weil er jetzt irgendwie einen, ja, neuen Harmonie-Ring zu haben scheint. Don't waste my talents. Er hat auch noch ein Wissen, okay. Eine Reihenkunde, ein altes Wissen. Interessant. Also halt wirklich. Warum hast du zum Teufel nochmal Noppern wissen? Aber okay. Meinetwegen. Gut. Hast du jetzt auch ein neues Harmoniegespräch irgendwo eventuell? Weil du jetzt einen neuen Harmoniering hast. Ich denke mal nein. Aber es wäre voll cool. Aber sieht nicht so aus. Na okay. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Xenoblade Chronicles 2 wieder. Ja, dann werden wir mit der Mission von, wahrscheinlich Ursula weitermachen, weil ich mich offscreen darum kümmern werde, die letzten Stempel noch zu sammeln, weil es fehlen nicht mehr viele. Oder wir kümmern uns, ja, ich schätze, wir ganz um Ursulas Ende kümmern von ihrer Mission und um Florence Harmoniering, dass wir mal hier die ganzen Sachen freischalten. Aber okay, bis dann und ciao, euer V-Road, tschüss.